willkommen. Wir sind bei Super Fantasy Kingdom. Könnt auch gerne mal live vorbeischauen. Wir werden jetzt hier weiter Münzen sammeln. Um uns noch ein bisschen stärker zu machen. Rückstoß. Chance. Nicht nur das einmal. Klingkreis. Geht's jetzt weiter. For the gods. Also, Einbruch wäre hier gut, Gold da. Machen wir Holz. Gerne, Holz. Arbeiter, alle hier rein. Arbeiten. Einen da rein. Cool, wir haben zwei Nahrung. Alle hier rein. Brauchen jetzt 8 Holz. Gucken, dass sie das schnell zusammenkriegen. Gekriegt bin. Jetzt noch nicht gedacht. Jetzt machen sie gar nichts mehr. So. Kommen wir. So. Hatten wir die schon mal? Sind ein Dino und ein Halbling hatten wir. Schon mal? Ich glaube ja nicht. Warm. Warm bestimmt vielleicht. Also. Mal sehen, wie was taugt. Monster. Das lassen wir mal lieber. Wir gucken Stein erstmal hin. Mal Bretter bauen müssen, das ist ein bisschen ärgerlich. Mal ein Schierbretter bekommen. Mit nur 2 brauchen wir den nicht herausfordern. Okay, er tötet mit Gift, was er. Ja, mal ein Radius. Echt gut. So, 4 Steine. Ja, wir brauchen ja wieder Gold. Und wir können nur 8 sammeln. So. Dass man, also... Sehr viel Spaß, aber wird ein bisschen runter zu fallen. Du musst, um das zu haben, das bauen, aber das brauchst du auch und jenes. Wer ist er denn? Junge, cool. Rüstung plus 10 Leben. Toll. Okay. Das ist ja super. Gilt natürlich jetzt nur wieder für ihn hier. Steine können sie nicht mehr sammeln, wenn 100. Die können auch ruhig drinnen bleiben. Ein bisschen vorspulen. Wetter macht natürlich gar keiner. Wer jetzt erwartet. Thank you.
So, hier liegt noch Holz rum. Und die dann wieder da rein. So. Langsamer machen. Goldmine. Ein Gold, dann haben wir es. Können wir hier upgraden. Falls Güte hätte, das Gold auch zu transportieren. Ja. So. Brauchen wir uns jetzt den hier. Und hoffen, dass wir das überleben. Die weiterarbeiten. Wetter brauchen wir nicht. Einen brauchen wir. Gold. Einbruch. Hier sieht man nicht so genau, wie viel Gold gerade vorrätig ist. Hier sieht man ja ist ein bisschen, hier ist gar keins. Beim Steinbruch sieht man es jetzt auch nicht so wirklich. Und vielleicht sind es diese drei, die hier liegen. Wir brauchen 16 Holz für ein neues Haus. Hier war aber gerade ein bisschen. Vor allem der Ritter. Ja, er ist tot. Also, was ist das denn jetzt? Man muss alles prinzipiell gleichzeitig machen. So. Hier sind immer noch die Gegner, die wir herausfordern können. Brauchen wir noch für irgendwas Gold? Nee, da ist mal kurz raus. Ritter hält ja jetzt mal gar nichts aus. Wir haben aber auch nichts, was sie schneller leveln. Nur die normale Bären. Jäger könnten wir jetzt aber lieber hier den Stein, dann können wir die Mauern bauen.
Den Stein kriegen wir heute schon wieder nicht, oder? Oh, wir kriegen den Stein. Ein Holz noch. Er hat es nur da hingetragen, okay. Goblin King kommt. Sammelt mal lieber 8 Steine, das ist viel wichtiger. Magier haben wir nicht. Das hier wäre gut. Wenn wir uns einen Mönch holen. So, die können ja wieder tauschen hier. So. Und Wetter. Noch 5 Bretter. So, dann brauchen wir jetzt nur noch Steine und Bretter ohne Ende. So, ist auf dem anderen X was? Nein. Bei 9 Steinen 3 Bretter. Wir müssen nur noch den Jäger bauen. Und dann könnten wir, wenn vielleicht Weizen
Das müssen wir dann mal gucken. So, hier mal den beobachten. Oh. Der geht gleich hops. Gerade so überlebt. Wir bräuchten echt den Jäger, damit die besser leveln können. Von Bären bekommen die ja nur einen Erfahrungspunkt. Spielen wir die Echse jemals nochmal? Gut nicht. Wir sparen das Geld mal lieber. So, Gold. Reicht. Wetter. Kleine. Wetter und Steine. Endlich. Er kann jetzt aber nicht mehr sammeln, weil der Tag rum ist. So, nee, warte, da war das. 5 Bretter. Fraglich, liegen die da noch rum? Schön langsam hier gucken. Nein, oh. Also, wenn wir hier ein Weizenfeld hin, ist die Frage. Erstmal müssen wir das mal so probieren hier. Dass wir jetzt das hier überleben. Ist ganz fertig ist. Oh, der Jäger hat was gesammelt, obwohl schon Abend ist. Aber es ist halt noch nicht abgeholt worden. Brauchen wir nicht. Voll, ne, brauchen wir auch nicht. Wir müssen das nur abholen. Weil das heißt ja eigentlich, dass hier noch Bretter liegen, oder nicht? Ja, das heißt, da liegen noch Bretter. Gut. Katapult brauchen wir jetzt nicht. Wirklich. Okay. Was benötigen wir noch? Wir können den Biester uns holen. Vielleicht noch ein Weizen. Brauchen wir noch was? Und nur noch Stein? Mal überlegen. Also, wir benötigen Nahrung zum Leveln. Steine einmal für den Ritter. Und dann Weizen
Leveln war einmal noch. Ausbauen geht jetzt nicht. Auch mal kein Holz mehr. Falls wir noch eine Einheit später brauchen. Das noch mal so und hier eine. Liegen ja noch Blätter. Wo müsste das erstmal funktionieren? Das Upgrade hier, das kostet Bretter. Nicht, also es ist schon Tag 10 und wir haben jetzt erst den Jäger. Nicht lange gedauert. Sind die nämlich noch viel zu schwach. Ja, Ritter tot. Der ist auch gleich tot. Ja. Wohl keiner levelt. Kann nicht wahr. Es gibt auch wieder keinen Ruhm. Weizen hat auch keiner gesammelt. Ruf bei uns. Ja, jetzt lohnt prinzipiell den Briefbau nicht mehr. Ja, 16 Steine werden wir eh nicht so hinkriegen. Ja, wir gehen gleich hops. Nichts vergessen. Upgraden kostet den jetzt schon 8. Ja. Das war's schon wieder. Wir haben zwar richtiges Essen, aber wird dann doch jetzt bestimmt Bären, oder? Oh nee, er hat was anderes. Die Ex hat was anderes gegessen. Und die anderen beiden scheint auch, dass die eher das andere essen. Ja, jetzt erst Level 3 bringt gar nichts. Die müssten jetzt schon alle Level 5 sein. Um überhaupt eine Chance zu haben. Ja, wir können das hier machen. Tötet uns sowieso, aber. Steine. Ach, hierfür. Vielleicht ein bisschen viele Gegner. Thank you.
mal hin und her tauschen, damit die nicht sterben. Greifen andauernd die Echse an. Oh cool, die sterben ja trotzdem. Ach, ich doch. Also wenn wir nicht schnell genug leveln und das ist halt vollkommen unmöglich mit einem nur mit Bären. Und es dauert richtig lang, den Jäger zu bekommen. Wir könnten gucken, ob wir das mit diesem Brot machen, aber das ist ja nun ja, also rein wollt beide hier hin, du mit deiner scheiß Taverne wollt rein, ja, wir machen erst ein Haus so sammeln. Dafür brauchen wir halt Weizen. Und die beiden hier. Brauchen wir nur Stein. Wir brauchen trotzdem Goldmine. Können wir das hier nicht upgraden auf, dass wir 16 sammeln können. Dann testen wir das jetzt mit dem Büro. Natürlich auch voll heftig ist das Herz gefällt, oder? So. Dafür brauchen wir Weizen. Okay. Steinbruch. Wenn sie mal machen. Ist nichts. Holz haben wir voll gesammelt. Aber warum kriegen wir den jetzt? Den Blitzmagier, ne? Keine Ahnung, was das soll. Ja, nee, das werden wir schön lassen. Sammelt doch mal die Schweine. Also Windmühle könnten wir bauen. Wir brauchen ernsthaft die Goldmine Bretter. Also Weizenfeld, Windmühle, Bäcker. Und hier Bretter und hier so Weizen. Fähigkeit bei der Hexe auch noch nicht. Windmühle.
So, jetzt Futter der Nahrung. Und da liegt genug Holz. Zwei Bretter muss irgendeiner abholen. Immer sehr gut. Der Bäcker kostet 3 Mehl, 5 Steine. Goldmine. Ja, hier ist immer noch der zum Angreifen. Ich glaube, sie kriegen an einem Tag nicht 2 Mehl hin. Bescheid. Da kommt Gold. Fühlt sich echt keiner verantwortlich. Oh, wir haben 2 Mehl. Ach, wir brauchen 3, ist ja noch schlimmer. Cool, die sind so schwach, dass wir gleich drauf gehen. Er taugt ja gar nichts, dieser Schamane. Ja, geil, wie. Also. Jo, mit einem Lebenspunkt überlebt. Ein Gold bringt uns gar nichts. So. Da kommt das dritte Mehl. So. Brauchen wir 16 Holz, dann können wir noch ein Haus bauen. Obwohl, das für 8 haben wir auch noch nicht. Hier ist der Junge. Den Leben. Ja, wie ich war. Das hat auch sich keiner für verantwortlich gefühlt, überhaupt Nahrung herzustellen. Sind auch alle tot, also. War super. Alle 3 tot. Dass man das nicht überspringen kann hier.
So, Arbeiter mehr. Aber nichts zu essen haben, sind immer noch tot. Immer. Das fühlt sich aber auch gar keiner für verantwortlich. Aber wir sind tot. Das hat nicht mal einer Mehl gemacht. Ich hab keinen Bock. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Brot ist der letzte Scheiß. Bis dann.